Mein gesunder Snack to go wäre zum Beispiel eine Banane oder sonst vielleicht mal ein Proteinriegel, je nachdem, auf was ich Hunger hätte. Also zum ersten, Nahrungsergänzungsmittel sollten natürlich keine Ausnahme für eine gesunde Ernährung sein, weil es bringt nichts, 7 Tage die Woche vielleicht jetzt nur Fastfood zu essen und dann zu denken, man kann das mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen. Ich persönlich konsumiere hauptsächlich oder eigentlich nur die Produkte von Amsport und da vor allem die Aminosäuren zur Regeneration vor und nach dem Training, aber auch ab und zu mal einen Proteinriegel. Ja, genau. Also die Ernährung beim Wettkampf ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ich kann zum Beispiel nicht so viel morgens frühstücken, deswegen ja, gibt es da für mich nur eine kleinere Portion. Auch während dem Wettkampf esse ich eigentlich nicht viel. Hauptsächlich versuche ich dort dann meine Kalorien eben über Shakes zu mir zu nehmen, dass ich da eben ein bisschen Protein und Kohlenhydrate bekomme, dass ich auf jeden Fall genug in mir habe, aber mein Körper eben nicht zu sehr mit Verdauen beschäftigt ist. Weil ich denke, wenn man direkt vorm Start zum Beispiel eine Pizza oder ein Steak essen würde, hat man eben das ganze Blut im Magen und hat nicht die nötige Energie, um eben im Wettkampf dann 100% geben zu können. Also momentan nehme ich wahrscheinlich so knapp 2000 bis 2500 Kalorien zu mir, weil ich eben ein bisschen Gewicht verlieren will. Aber das variiert dann natürlich jeweils zu Saisonzeitpunkt. Wenn ich meine Kalorien halten möchte, dann wahrscheinlich Richtung 4000, wenn ich zweimal am Tag trainiere. In der Taper-Phase, wenn man nicht mehr so viel macht, dann eben deutlich weniger. Und genau das muss jeder für sich selbst herausfinden. Vielleicht auch mal aufschreiben, was man isst und eben gucken, wie viele Kalorien das sind. Und dann eben zusammen mit der Waage so einfach mal gucken, wie sich das Gewicht dann verändert, damit man dann halt sehen kann, okay, bei 3000 Kalorien halte ich mein Gewicht. Wenn ich abnehmen will, muss ich dann eben weniger essen. Wenn ich zunehmen will, kann ich die Kalorien dann ein bisschen erhöhen. Und ja, so muss man dann halt ein bisschen rumspielen und einfach ausprobieren, was passt. Ich denke, mein Lieblingsessen ist wahrscheinlich sowas wie Pizza. Ist jetzt nicht was, was ich regelmäßig esse, weil sonst versuche ich mich schon sehr ausgewogen zu ernähren mit viel Gemüse, aber auch relativ viel Fleisch zu Hause. Aber so, ja, auf was ich nicht verzichten wollen würde, wäre auf jeden Fall Pizza. Also, es kamen sehr, sehr viele Fragen zum Thema Protein, wie viel zum Muskelaufbau oder sonstigen. Protein ist sehr, sehr wichtig für den Körper. Ich denke, da sollte man gerade als Leistungssportler eher ein bisschen mehr essen. Und wenn man dann eben vielleicht eine Diät anfängt, eben nicht da sparen, sondern eher die Kalorien dann über Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren. Und ja, so ein bisschen Fett sollte man auch immer dabei haben, weil der Körper das einfach jeden Tag braucht. Protein, ich glaube, was sinnvoll wäre, wären mindestens so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber ja, da muss jeder für sich genau dann mal gucken, was da gut wäre. Und ja, wie gesagt, in der Diät dann eher die Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren, damit man halt möglichst wenig Muskelverlust hat. Also, ich esse morgens meistens zum Beispiel nichts, weil Frühstück ist einfach nicht meine Mahlzeit. Da reicht mir dann auch mal einfach nur ein Kaffee. Dann trainiere ich morgens auch die erste Einheit regelmäßig eigentlich nüchtern. Gerade wenn es eben nur im Ausdauerbereich ist. Wenn die Einheiten intensiver sind, werde ich auch ein bisschen was davor essen. Aber wie gesagt, Frühstück ist nicht so meine Mahlzeit. Dann gibt es meistens eine größere Mahlzeit mittags. Dann vielleicht noch ein Snack vor der zweiten Trainingseinheit am Abend und natürlich ein Abendessen. Also komme ich somit auf 3 Mahlzeiten, aber wahrscheinlich ein bisschen anders verteilt als bei jedem anderen. Also auch, ob man direkt vorm Training oder eben wie weit vorm Training man was essen sollte, hängt von Person zu Person ab. Ich kann direkt vorm Training zum Beispiel nichts essen. Das kommt mir dann relativ schnell wieder hoch. Aber es wäre, denke ich, sehr gut, direkt nach dem Training was zu sich zu nehmen, einfach um die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen und eben über Proteine die Muskeln, die man vielleicht verletzt hat, einfach schnell reparieren zu können. Also momentan ernähre ich mich, indem ich esse, auf was ich Hunger habe, aber umso näher ich an meinen Wettkampfhöhepunkt rankomme, umso mehr meide ich vor allem glutenhaltige Sachen, weil ich darauf ein bisschen reagiere und das nicht gut vertrage. Und ja, Laktose meide ich dann meistens auch, weil ja, ich kriege einfach Probleme mit dem Magen und deswegen verzichte ich auf die Sachen. Aber Fleisch und auch Eier stehen regelmäßig bei mir auf dem Ernährungsplan.
Also generell würde ich sagen, beim Thema Ernährung, man sollte nichts machen, was zu einseitig ist. Man sollte sich einfach ausgewogen ernähren, schön viel Obst, Gemüse, vor allem Gemüse essen. Dann eben eine Proteinquelle dazu und Kohlenhydrate. Aber natürlich spricht auch nichts dagegen, eben mal was Süßes zu essen, solange das alles natürlich in einem gesunden Maße ist. Man sollte jetzt nicht sagen, ich ernähre mich nur noch von Schokolade und Gummibärchen, aber natürlich kann man die auch mal nebenbei oder als Nachtisch sich gönnen. Und genauso sieht es eben im Thema Alkohol aus. Spricht nichts dagegen, ab und zu mal einen Schluck Alkohol zu konsumieren, aber vielleicht nicht unbedingt täglich und vielleicht nicht auch direkt vorm Wettkampf oder ja. Genau, und zum Abschluss noch. Also wenn ich mir mal was gönnen würde, mein Go-To-Food wäre da auf jeden Fall Ben & Jerry's, weil Ben & Jerry's ist echt Beste. Und für mein Waffelrezept, da ist die Geheimzutat natürlich extra viel Liebe. Und mein Ernährungsmotto, jeder isst so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann.